In der Vergangenheit habe ich in mehreren Videos schon gesagt, dass ich daran denke, dass die Yeezy Wave wieder backkommen wird und dass die Yeezy Brand auch wieder, ja, sagen wir den 2016er Hype wieder bekommen kann. Das einzige Problem ist einfach nur, dass deren Hauptsilhouette einfach scheiße ist. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Let's go. Die Hauptsilhouette oder die bekannteste Silhouette von Yeezy sind natürlich die Yeezy 350er V1 oder V2, wie man es jetzt auch haben will. Doch damit ihr verstehen könnt, warum ich die 350er überhaupt nicht leiden kann und auch auf keinen Fall für mich selber kaufen würde, müsst ihr erstmal verstehen, worauf es für mich ankommt, wenn ich einen Schuh kaufe. Da gibt es nämlich drei Punkte, auf die ich wirklich achte. Das erste, worauf ich achte, ist ja natürlich klar, wie sieht der Schuh aus? Bockt der Schuh, hat eine geile Silhouette, geiler Colorway etc. Das zweite, worauf ich achte, ist der Preis. Wie teuer ist dieser Schuh? Lohnt es sich, diesen Schuh zu kaufen? Habe ich das Geld für diesen Schuh? Und so weiter. Und das dritte ist, wie selten ist dieser Schuh? Ist dieser Schuh limitiert? Hat diesen Schuh jeder? Oder, keine Ahnung, ist es ein Schuh, der... Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Kommen wir zum ersten Punkt. Wie sieht dieser Schuh aus? Was für Colorways hat er? Ich muss sagen, die Silhouette gefällt mir an sich sogar relativ gut. Ist ein Boost-Schuh, die sind mega gemütlich. Ich hatte natürlich schon mal Yeezys auch an. Dementsprechend, die Silhouette ist sehr geil, auch vor allen Dingen etwas Neues. Damals, als die Yeezy V2s rausgekommen sind, ich glaube, es muss 2016, 17 kam, glaube ich, der erste V2 raus. Ja, hat wirklich viel bewegt in der Mode, war eben etwas, was man noch nie gesehen hat und sowas feiere ich auf jeden Fall. Kommen wir aber zu den Colorways und da kommt eben schon ein Problem auf, das sich allgemein so durch die ganze Yeezy-Brand so ein bisschen zieht. Jetzt in letzter Zeit hat sich da auf jeden Fall was gewandelt, aber die meisten Yeezys sehen sehr, sehr ähnlich aus. Ich kann euch ja vielleicht mal ein paar Bilder von so Yeezys einblenden, falls ich welche finde. Aber oft sehen Yeezys sehr, sehr gleich aus und man kann nicht wirklich den Unterschied zwischen zwei Colorways entscheiden. Oder beziehungsweise, wenn man zwei Colorways sieht, kann man nicht wirklich sagen, das ist auf jeden Fall der oder das ist auf jeden Fall der. Also so geht es mir persönlich. Und das ist natürlich sehr schade, wenn man jetzt sagt, man, keine Ahnung, hat einen Beige-Ton und keine Ahnung, damit bringt man dann vier verschiedene Schuhe raus bei der gleichen Silhouette. Ja, was im Endeffekt nicht wirklich einen ordinären und einzigartigen Schuh macht. So, kommen wir zum zweiten Punkt. Der Schuh kostet 220 Euro. Und auch wenn ich Kani und Adidas glaube, dass sie sich an den Yeezys nicht behindert verdienen, finde ich trotzdem, dass 220 Euro schon sehr teuer ist. Wenn man mal bedenkt, dass beispielsweise Dunks 100 Euro kosten und Air Jordan 1 High Tops 160 Euro. Klar, manchmal 170, bei Collabs kosten die manchmal 180, aber ein normaler Air Jordan 1 High Top kostet 160 Euro, ein normaler Dunk kostet 100 Euro und beispielsweise ein normaler Air Jordan 4er kostet 190 Euro, was auch viel Geld ist, aber dafür bekommt man auch einen meist qualitativ sehr hochwertigen Schuh und ich bin mir nicht sicher, inwieweit da dieser 220-Euro-Preis gerechtfertigt ist für den Yeezy. Und das eben mit dem Preis führt mich direkt zum dritten Punkt, nämlich wie selten ist dieser Schuh. Die Yeezy 350er sind pro Drop, also pro Silhouette oder Colorway etc. schon relativ limitiert, kann man sagen. Für alle, die mal bei einem Yeezy Raffle dabei waren oder bei einem Yeezy 350er Raffle, ist es nicht mega schwer zu gewinnen, aber man gewinnt auf jeden Fall nicht oft. Kann man das so sagen? Naja, das wäre auch gelogen. Man gewinnt auf jeden Fall nicht jedes Mal. So, also der Schuh ist schon relativ limitiert, kann man sagen. Das Problem, was jedoch bei dem Schuh ist, ist, dass der Yeezy 350er die mit Abstand meist gefälschte Silhouette der Welt ist. Kein einziger Schuh wird so oft nachgemacht in China, Türkei, wo auch immer, wenn man dort ist, man sieht immer tausende von gefälschten 350ern. Und das Problem ist, die sind teilweise ja nicht mal schlecht. Die sehen so gut aus, dass man denken würde, Alter, das sind echt die Yeezy 350er und die fühlen sich auch echt gut an den Füßen an. Ich hatte mal welche an in der Türkei und ganz ehrlich, die sahen aus wie echt die Yeezy 350er. Und da liegt eben genau das Problem. Die Stückzahl von den Yeezy 350ern ist vielleicht ja, relativ gering. Aber diese Anzahl an gefälschten Schuhen ist einfach viel zu hoch,
wodurch diese ja, Exklusivität dem Schuh absolut genommen wird. Ich meine, es ist überhaupt nichts Außergewöhnliches, einen Yeezy 350er auf der Straße zu sehen. Ich bin ganz ehrlich, ich sehe seltener Air John 1 High Tops oder Dunks. Dunks sieht man, obwohl die sehr im Hype sind, finde ich, sehr, sehr selten. Und ich meine, der Schuh kostet nur 100 Euro. Und Leute, wenn ihr jemand seid, der Yeezy 350er feiert, dann tragt die auf jeden Fall. Ich will es euch nicht ausreden, aber ich persönlich würde diesen Schuh nie im Leben für mich kaufen, weil der Preis 220 Euro einfach unnötig mir erscheint und ich den Sinn darin nicht sehe, einen solchen Schuh für 220 Euro zu kaufen, geschweige denn Resell dafür zu bezahlen. So Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, vielleicht konnte ich einige Leute vor einem Yeezy 350er Kauf bewahren. Natürlich will ich euch nicht die Silhouette komplett ausreden. Wenn ihr die feiert, tragt sie. Aber wie gesagt, es ist für mich persönlich, und ich glaube, da stimmen mir auch viele zu, einfach kein besonderer Schuh und vor allen Dingen kein Schuh, der 220 Euro wert ist. Aber ja, Leute, im Endeffekt müsst ihr es selber entscheiden. Und das war's für mich. Abonniert den Kanal, lasst auf jeden Fall ein Like da, aktiviert die Glocke. Und empfehlt den Kanal auch euren Freunden, das würde mir wirklich sehr, sehr viel bedeuten. Und bis dahin, Leute, peace out.